vorgestellt. Taste of Power im Early Access. Und ja, ich habe einen Key bekommen von diesem Spiel. Ich möchte es vorstellen. Wir haben noch keinen Einblick gehabt. Das Einzige, was ich gerade gemacht habe, ist die Musik etwas leiser gestellt. Und ja, Control, Game Tips, Controls gibt's nicht so wirklich was, High Quality und so kann man da ändern. Wir haben was zum Laden, wir können Exoplaydia lesen und Multiplayer und Singleplayer gibt's. Continue kann eigentlich nicht gehen, weil ich noch nichts gespielt habe. Wir sind ganz frisch dabei, ich gehe in den Singleplayer rein. Da gibt es 4 Optionen. Ich kenne das Spiel, wie gesagt, noch gar nicht. Ich habe es gerade erst ein Video gesehen davon, so ein bisschen, wie die Schlachten da sind und so weiter. Aber ich habe das Spiel selber noch nicht gespielt. Wir sehen hier 4 Möglichkeiten. Campaign, Art of War, Survival and Confrontation. Wir nehmen Campaign. Und da gibt es welche Möglichkeiten, aber wir haben wohl die erste nur zur Auswahl. Oder sie wird erst noch frei, die anderen werden noch freigespielt werden müssen. Also nehmen wir dieses. Learn the history of Tiberius and lead the forces of European resistance against the invasion of the Timurid army. Okay. Schwierigkeit lassen wir mal auf Beginner und wir gehen auf Continue. My name is Tiberius and this is my story. I was born in Lotharingia into the family of a merchant. Since childhood, my father took me to travel between cities. These were turbulent times. Too many hungry bandits wanted to rob our caravans. They made me think about military affairs more than about trade. But even more, I was hurt by the feudal system. When the lords and nobles act with impunity, and commoners like me must constantly endure their arrogance and lawlessness. War is always terrible, but it brings new opportunities. The European Senate issued a decree, according to which anyone could get a title and high status for the military service. What is left for them to do when the United European Army is crushed by the Timurids? And now their troops are moving deep into the Balkans. I could continue trading and complaining about lawlessness, but this path is not for me. Titles have attracted many mercenaries from all over Europe to rush south. I also decided to roll the dice. I bought weapons, gathered supporters, and headed for the Balkans. Okay, so wie es raus ist, so wie weit wie es ist, ist es wohl zu Ende mit dem Vorspann. Ja, er hat seit Kindheit Reisen mit seinem Vater begangen, halt Europa etc. und so fort und ja, ist jetzt auf dem Balkan sozusagen in die Richtung unterwegs mit Waffen, um da dann mit Unterstützung per Waffengewalt zurückzuschlagen, die Angreifer zu eliminieren, würde ich sagen, ne? Gut, dann schauen wir mal. Sire, our village is being robbed by the Timurid troops. Please save us. Are there many troops there? There are several squads. Mine lay immortal. Show me the way. Okay, das ist ein Tutorial gleichzeitig und wir sollen mal nach da unten gucken, wer da so ist, oder? Schauen wir da mal hin. Okay, da gibt's. Achso, wir sollen da hingehen wahrscheinlich. Jetzt ist die Frage, wer wir sind. You can select your miner by clicking the left mouse button. Okay, wir können aber wahrscheinlich auch. You need to hover the cursor over it and press the right mouse button. Okay. Ich würde jetzt die ganzen Truppen mitnehmen. Und würde jetzt nach hier unten gehen wollen. Gehen wir dahin. Sind das noch weitere Truppen oder ist schon der Gegner? Das ist die Frage, ne? Wo laufen die lang? Nirgendwo. Sehr interessant. Und das bringt mich jetzt nicht weiter, oder? Sons of Europe. Okay, da kann ich so ziehen, wo sie hin sollen, aber irgendwie. Ist das jetzt nicht so? Der way you can select your units by clicking the left mouse button. Habe ich gerade gemacht. In order to command a squad to move or attack, you need to hover the cursor over it and press the right mouse button. Okay, das heißt, wir sollen die dann gleich angreifen? Nein, wir sollen doch erstmal hier hingehen, denke ich mal, oder? Move out. Save the farm. Press to continue.
attack, you need to hover the cover over and press the right mouse button. Ja, okay. Ach so, alles klar. Das ist ja auch nett, ne? Wir gehen mal hier erst hin und bleiben mal bei unseren Truppen, oder? Okay. Dann müssen wir hier mal angreifen, oder? Und schauen, was wir da so ausrichten können, ne? Das waren Bogenschützen, oder? Wir sollen dahin. Und die anderen stehen uns im Weg. Reinscrollen geht auch mit dem Mausrad. Und die Bogenschützen sind erlebt. Also, wir gehen dann hier hin. Da kommen noch ein paar andere. Das sind Bauern oder was? Keine Ahnung. Okay. You can select all available troops to do this, press X, okay. Jetzt habe ich alle Bauern etc. und soll dann hier unten irgendwo hinlaufen. Okay. Press to continue, alles klar. Und dann müssen wir erst, okay, das mit dem Press to continue war echt der Bringer. Ich habe jetzt gedacht, das Spiel wäre deswegen in Pause nicht, sondern... Naja, okay. Da geht's die Treppen runter. Aber so, Wege und sowas sind jetzt wohl nicht so toll zu nehmen, sondern wir gehen durchs Gelände. Schauen wir, was los ist hier. Und naja, die Laternen sehen ganz hübsch aus, ne? So von der Optik nicht schlecht. Jetzt sind wir hier und sollen von hier aus nach da gehen. Auch sehr interessant. Go to Verona. Da sind unsere Truppen schon, ja. Okay, da sind die. Monks, wer sind die Monks? Das sind wahrscheinlich die. Die sind schon tot, die Mönche. Läuft, oder? Da müssen wir wohl mal drauf, ne? Nee, komm, zack, die Bogenschützen müssen erstmal runter. X und los geht's. Ja, Kriegen wir die auch nieder? Ja, geht. Okay. Ich glaube, unsere Mönche hätten wir vielleicht behalten sollen, ne, oder? Rebellen, okay. Wer ist das? Trooper. Und das ist Tiberius, das bin ich also. Okay, dann geht die Reise weiter nach hier. Aber irgendwie war das nicht so erfolgreich gerade. Okay, da geht's über zwei Brücken. Ja, da unten sind Menü mit 3 Minuten am Laufen. Jetzt müssen wir nach oben. Ja, was ist das hier, aufgeben oder was? Kommen wir da hin? Ja doch, wir kommen da hin. Ich hatte jetzt schon Sorge, dass gleich wieder der Weg abzweigt und wir doch nicht den richtigen Weg laufen. Wo ist der Gegner? Okay, da kann man dann... Ah, okay, hier sind die ganzen vielen Bösen. Okay. Dann mal Tau. Auf die Bogenschützen. Greifen wir auch alle an oder eher nicht? Kommt mir eigentlich nicht so vor, irgendwie so in dem Spiel. Greift die doch mal an. Sind da auch noch unsere? Keine Ahnung. To victory, ja. Okay, und das war's.
too many sellswords have agreed to go to war. I see you are not particularly hospitable. Don't be surprised. Difficult times have come. Anyways, thanks for the help. As I understand, this is not the last attack of the Timurids. This is only the beginning, and I fear it will only get worse. But simply standing by is a road to nowhere. Our scouts report that there is a Timurid camp nearby. Perhaps the best thing we can do is fight back. It's hard not to concur with you, General. So where's the camp? It is east of Verona. We will give you part of our garrison. It is necessary to destroy the enemy camp as quickly as possible to secure the rear. If we move quickly enough, we can catch them off guard. The only thing that matters is that they should not catch us. So keep your eyes peeled, then. Okay, das heißt, wir müssen wieder zurück, wohl. Haben noch Truppen mehr gekriegt? Ich glaube eher nicht, oder? Following new orders, okay. Geht's hier lang? Das Camp ist da, alles klar. Dann wird das da auch schon auf der Karte, auf der Minimap hier unten markiert, wie wir sehen. Sind wir nicht eben hier lang? Ne, wir sind weiter südlich rüber, okay. Natürlich. Okay. Move out. Okay. Dann lass uns mal die nehmen. Die sind schon gleich erledigt. Und dann geht hier die Reise hin. Also Angriff passiert, glaube ich, auch von alleine, kann das sein. Wenn ein Feind in der Nähe, greifen sie an. Und wir sollen hier hin. Und da ist auch schon die Basis, oder wie sehe ich das? Und jetzt hier hin. Und... Destroy it, okay. Stecken wir es in Brand. Gibt es hier auch einen Balken oder sowas? Da fängt es an zu rauchen. Da brennt es und ist auch schon zusammengebrochen. Pinkeln die da an der Wand oder was machen die da? Okay, da kommen wir voran jetzt. Und die Hütte dahinter ist schon und wir brauchen nur noch dieses hier und dann ist das Camp hier erledigt. Sehr gut. Oh, er ist so umgefallen. Timurids devastated our cities. Without them, we will not have the resources to continue the war. We urgently need to return these territories and restore the lost cities. It makes sense. Where do we start? I have already sent settlers to restore the northern settlement. Head for the ruins of Nicopol and help hold off the enemy attacks while construction work is being done. Okay, er hat Siedler dabei und wir sollen jetzt wahrscheinlich erstmal Richtung Siedler und die dann schützen, oder wie sehe ich das? Die sind da oben schon auch kräftig am Bauen, oder? Ja. Ach, unterwegs sind schon Truppen, oder was? Okay. Dann greifen wir die mal an, um dass die Siedler nicht zusammenbrechen, ne? Und das alles Bogenschützen. Okay. Und die nächsten bitte. Haben wir da jetzt welche zurückgelassen? Kann das sein? Sieht so aus, oder? Ah ja. So haben wir alles, ne? Mit X, ne? Okay, nochmal X. Go to the ruins of Astafort. General,
We are helping you, but we expect our help to be rewarded. As soon as Astafort is restored, I will transfer them under your command. As you command. Okay, auf geht's. Müssen weiter nach Süden. Hier sind schon Stellungen, oder wie sehe ich das? Okay, was passiert hier? Nix. Das ist doch der Gegner, oder? Nee, das sind wir. Okay. Wir sollen hier hin. Respekt. Einmal über den Berg. Geht das? Nee, geht nicht. Die gehen woanders lang. Keine Ahnung, wo lang die gehen, aber die gehen gerade wo lang. Okay. Ach so, und hier ist noch ein Talgraben. Okay, das heißt, dieser Bereich ist schon durch diese natürliche Barriere geschützt. Das heißt, wir müssen definitiv hier oben lang. Dann geht die Reise hier lang, ne? Ja, was ist das hier? Evans. You will get a message about it as displayed for 15 seconds and then disappears. If you click on the spacebar, you move to the place of the last event, okay? Following new orders. Ja, da kommen wir jetzt hier hin, ne, oder? Okay, wir kommen nicht dahin, weil wir gerade hier unterwegs anhalten müssen. Ja. Greift an. Bogenschützen zuerst. Und dann hier geht noch was. This is the second ambush for today. It's time to learn how to send scouts. Okay. Following new orders. Following new orders. Following orders. Following new orders. Kriegen wir noch eine Falle, oder? Following new orders. Diesmal kein Überfall, diesmal Frontalangriff. Die sind schon gleich geschlagen. Nein, erstmal die Bogenschützen wieder, das ist wichtiger. Hier geht man auf die Bogenschützen. Da sind wir natürlich schon schwach in der Gruppe da. Aber die greifen auch nicht so wirklich an, oder? Der letzte Bogenschütze ist da oben auch noch gefallen. Okay. Was geht jetzt hier ab? Also, wir müssen da angreifen. Und die sind schon wieder hier Hilfstruppen, oder wie sehe ich das? Look at what they've done. They've burnt everything to the ground. Timurids will remember this day. We have already begun the restoration of Astafort. Tiberius came with us. His people will manage the restoration work here. I wouldn't trust these mercenaries much, General. Following new orders. Bauen die auf? Ja, die bauen auf. Haben wir eine Aufgabe? Ich glaube nicht. Erst warten, bis es aufgebaut ist. Kann sein. We need to buy some time to restore the economy. To do this, we must not let the enemy come anywhere near our cities. I detach two Confederate squads. They will help us cover the key passages. Tiberius, you need to help us hold off the hardest of the attacks. Let's see what we can do. To win, we need something more than just swords and bows. Our engineers have built the artillery. You can use it. Thanks. This one might just come in handy. Okay, jetzt haben wir noch Artillerie dazu bekommen. Außenposten haben wir auch noch. Select the Confederate squad and activate the construction of the outpost. Wait in your command.
Wo sollen wir den denn hinbauen, ist jetzt die Frage, ne? Hier? Macht das Sinn, das da hinzubauen? Wo ist das überhaupt auf der Karte gerade? Kann man nicht wirklich sehen, oder? Und da kommen sie schon, alles klar. Also X und rauf. To victory. Okay. Ja. Ja, die sind ja schon mal platt, ne? Da sind die beiden Artillerien. Und was bedeutet das? Wir bleiben hier beim Outpost? Okay. You can also use frontiers to deter their attacks. Okay. Dann muss ich jetzt diese nehmen und die da angreifen, oder was? Das ist doch der Elefant, ne? Genau. Und die zweite Artillerie dahin. Aber bringt das alles was? Der Elefant ist auf jeden Fall gestorben. Weiter zu den Bogenschützen. Da sind wir wieder durch, oder? Die Mönche, die machen mir schon wieder Sorgen. Ich glaube, die müssen mehr hinten bleiben, oder? Kann das sein? I must admit, your help means a great deal for us. How much time do you need for reconstruction? More than half of the work has already been completed. Hold on. Hier geht's weiter. Looks like we're going to have some hard times. It is necessary to destroy the opponent's basilisk. Wir müssen die alliierten Städte beschützen. Try attacking the opponent in the rear. Your commands. Okay. Wo sind die jetzt? Da. Da ist ein toller Turm. Wo kriegen wir die denn jetzt hier? Da, okay. Sons of Europe, okay. Das ist hier. Und wir sind da. Und die können wir dann... schicken wir da hoch, oder? Kommen die denn dann auch, oder kommen die ja nicht? Die bringen uns jetzt hier nicht so weiter, ne? Die sind schon gleich gefallen. Die haben aber das aufgehalten. Das ist vielleicht der einzigste Punkt. Und die anderen kommen jetzt. Okay, da geht es ein bisschen voran dann. Okay. Alle weg? Nein, noch nicht. Hier oben müssen noch irgendwo welche sein. Okay, das ist kaputt. Well, it seems we have restored the economy of our cities. Now we are ready to strike back. Okay. We need to destroy the enemy settlements in the south. I also temporarily assign Astafort to your command.
do not let the enemies destroy it. Our main objective is Harrisand. It must be destroyed. But even now, a straightforward attack is not the best decision. The enemy city has two large camps that constantly generate troops. We will consistently attack each of them and count on your help. To storm it, you will need the Goliaths you're already familiar with. It seems that fortune is starting to favor us. The whole city is under our control. Okay, alles klar. You need to order new squads by pressing the left mouse button. You can order endless recruitment of troops. To do so, click Control plus the left click on the order of troops icons. Ja, super, aber wie Ranger und Control und dann Troops. Kann ich da noch mehr holen? Ja, habe ich schon getan. Und die anderen kriege ich aber nicht, ne? Wo sind denn unsere Leute? Das ist eher die Frage, ne? Da sind die beiden Kanonen. So after all this, we only get an ephemeral title. Bräuchte aber ein bisschen mehr Truppen, ne? Die sind aber noch nicht fertig. Wo gehen wir denn lang? Das ist die Frage. Ich glaube, wir müssen irgendwo eine Brücke erstmal haben und die ist hier. Oh, da laufen noch Truppen rein, oder? Von uns doch auch, oder? Vertue ich mich, oder? Die sind doch blau. Das sind nur unsere, oder? Aber blau bedeutet auch, die laufen alleine, oder wie? Ja, wir müssen erstmal hier unten hin. Gehe ich von aus. Die greifen wir erstmal an. Ah, da ist schon eine Trooper gekommen, oder? Die sind schon erledigt. Das ist schon mal cool. Dann gehen wir weiter. Okay. Kriegen wir die alle mal weg hier? Ist nur noch einer, oder? Okay. Wait your command. Greifen wir die erstmal an hier, oder? Hier ist niemand mehr, oder? Da kommen die nächsten. Bringen wir die erstmal noch nieder. Und dann müssen wir hier das Basiscamp hier zerstören, oder wie ist das? Das ist schon mal kaputt. Die da müssen wir haben, Jungs. Die greifen gerade unsere Kanonen an. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir müssen uns jetzt hier mit zurückziehen. Zack. Können wir mal den Bogenschützen da noch gerade kaputt machen? Würde da bitte einer was machen? So, wir brauchen erstmal Nachschub. Würde ich sagen, ne? Wo war der Nachschub zu holen hier? Nee, wo war denn das mit dem Nachschub? Wäre schön gewesen, wenn wir das irgendwo jetzt zentral gesehen hätten vorhin. Ah, hier war es, okay. Ah, okay. Da sind schon mal auf jeden Fall welche gekommen. Dann gehen die hier hin. Okay. Bleibt ihr mal hier gerade. Und lass die anderen nachkommen. Greift die mal an. Und da kommt der Nachhut. Das ist gut so. Die nächsten bitte. Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht hier gerade aus. Unsere Artillerie sollte jetzt vielleicht mal schießen. Ah, tut sie auch. Wenn wir die da geschlagen haben, sollten die mal hier hin. Okay.
Wenn das unsere Artillerie war, dann war die ganz effektiv, würde ich sagen. Ich glaube, wir müssen erstmal diese Kuppel da weg haben. Die macht bestimmt Sinn. Läuft, ne? Da kommt schon die nächste Bogenschützeneinheit. Und das ist kaputt und dann geht's voran. So, hier weitermachen bitte. Kriegen wir das andere auch kaputt? Ja, sieht gut aus. Dieses Gebäude hätte ich gerne noch gerade. Nee, die gehen jetzt schon weiter, obwohl ich das gar nicht so will, ne? Aber naja, ist halt so. Hier ist noch ein Stand, geht da auch noch... Ah ne, das ist nix mehr. Okay, dann hier nochmal bitte. Move out, da oben kommen noch Reiter rein. Zack, 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 jetzt hier mal. Können wir da mal ein bisschen schneller arbeiten. Okay, das hat gut geklappt mit der Artillerie. Das sieht gut aus. Wir kommen weiter. Ja, das ist alles auch erledigt. Und das ist hier schon die Basis, oder? Nee, das ist noch nicht die Basis. Wir müssen diesen Palast hier zerstören und... Das war die Vorhut noch, ne, oder? Ja, könnte sein. Wir sind jetzt schon in der Basis, ne? Vielleicht sollten wir dann doch die Basis mal gerade nehmen. Oh, es sieht verdammt gut aus gerade. Okay. Well, with the destruction of Harrison, the Temerid offensive in the Balkans will be halted. Now they will have to look for new territories for food supplies in Europe. I think we will not let them do that so easily. The Temerids will not be able to recover anytime soon. But we can be sure that they will definitely return. Okay, damit haben wir das Kapitel geschafft. Wie ihr seht, wir haben diesen Palast oder was es auch immer war. Die Basis ist auf jeden Fall zerstört. Wir sind am Überleben. Ich weiß gar nicht, wir sind schon der einzigste Überlebende, glaube ich. Da oben ist nur eine Bogeneinheit. Wir hätten natürlich noch Nachschub holen können, ist auch klar. Aber soweit sind wir durch. Es ist sehr wuselig. Das ist aber bei so Spielen immer. Dieses war jetzt tutorialmäßig, würde ich jetzt sagen, nicht so, dass man eine Basis aufbaut und davon loslegt. Das kam erst relativ spät. Das ist dann immer etwas schwierig, da reinzufinden, denke ich mal. Man müsste natürlich mehr Truppen dann dementsprechend bauen und so weiter und so fort. Das ist klar, aber naja, so optisch, denke ich mal, kann man jetzt leider nicht reinscrollen, aber man konnte schon ein bisschen was sehen. Sah ganz nett aus. Muss man mal schauen, was wir in der nächsten Runde, können wir vielleicht noch eine machen, mal schauen, wie es dann aussieht. Dies hier finde ich so total krass eingemauerte Leute. Wie kriegen die was zu essen? Wird dann nachher was über die Mauer geschmissen, dass sie was zu essen haben? Ich sehe keinen Eingang. Naja, aber so ist das halt, ne? Hier sind jetzt die Bogenschützen und man muss dann halt taktisch eigentlich vorgehen, ne? Dass man da passend seine Einheiten dem Gegner gegenüberbringt. Da gibt's halt Vor- und Nachteile. Bogenschützen gehören halt in die letzte Reihe, genauso wie die Artillerie. Und ja, man muss sie irgendwie schützen, ne? Naja, aber für die Runde sind wir erst durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt und wenn ihr einen Daumen hoch gebt und wenn ihr euch die Glocke anmacht und natürlich einen Kommentar wäre auch nicht schlecht. Und dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge reichen. Wir gucken uns bestimmt nochmal ein zweites Szenario hier an und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.